Tracy, ein syrischer Metal-Musiker auf der Flucht. Fleischeslust, in Japan boomt die Alterserotik. Wunderbarer Neger, die Debatte um ein Wort. Nun steht es offiziell fest, die UNO hat es heute bestätigt, der Baal-Tempel in der antiken syrischen Stadt Palmyra ist weitgehend zerstört. Dies zeigen auch aktuelle Satellitenaufnahmen. Vorher und nachher. Der 2000 Jahre alte Baal-Tempel galt als einer der bedeutendsten Kulturschätze der Region. Er wurde von der Terrorgruppe IS zerstört. Einen guten Abend, einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Rund 12 Millionen Syrer sind auf der Flucht und 100.000 sind hier in Deutschland mittlerweile angekommen. Unter ihnen befinden sich natürlich viele junge Menschen, die sich eine Chance wünschen. Dazu zählt auch der syrische Musiker und Filmemacher Monzer Darwish, der seine Heimat über alles liebt, sie aber verlassen musste, weil sein Leben in Gefahr war. Wie sehr, das erfahren wir in seinem Film Syrian Metal is War. Ein Metal-Konzert im syrischen Bombenhagel. Es gibt sie hier, diese Szene. Aber die Musiker müssen im Untergrund spielen. Der Staatsmacht waren sie immer schon suspekt. Sie haben mich mitgenommen. Ich war innerhalb von 3 Wochen in 5 Gefängnissen. Seit der selbsternannte IS in Syrien wütet, ist die Bedrohung noch viel größer. Das erzählt der Filmemacher Monzer Darwish. Er war als Heavy-Metal-Gitarrist in der Szene unterwegs und hat eine Dokumentation über sie gedreht. Vor einem Konzert schickte jemand eine Botschaft an die Musiker. Ich werde mich in der Mitte des Publikums in die Luft sprengen. Diese Drohung war sehr real. Genau das nämlich war kurz vorher auf einer Party passiert. Und es gab viele Tote. Wegen seiner Musik saß auch Monzer Darwish schon in Haft. Aber nicht nur als Gitarrist riskiert er viel. Auch Filmen ist im Krieg absolut verboten. Trotzdem dreht er den Alltag seiner Musikerkollegen. Solche Granaten schlugen in unserem Garten ein. Wenn wir rausgehen, müssen wir aufpassen. Nimm die Kamera runter, da sind Scharfschützen. Wegen der Scharfschützen haben wir die Straße verhängt, damit wir für das Nötigste das Haus verlassen können. Immer wieder schlugen Kugeln auch neben Monzer Darwish ein. Sein Haus bei Hama zerstörten Bomben. Der IS stand kurz vor seinem Heimatort. Vieles hat er mit der Kamera festgehalten. Am Ende aber war Flucht das Einzige, was ihm blieb. Und auch die hat er dokumentiert. Mit seiner Freundin schafft er es mit dem Flugzeug nach Istanbul. Sie wollen bleiben, doch die Stimmung dort erleben sie als extrem feindlich gegen syrische Flüchtlinge. So fragt er bei 5 Ländern nach einem Einreisevisum an, darunter auch Deutschland. Ich habe sie alle gefragt. Wie kann ich legal in ihrem Land leben, ohne dass ich Schlepper bezahlen muss? Ohne dass wir in eines dieser Boote steigen müssen, das uns das Leben kosten könnte? Sie haben alle abgelehnt. Weiter also nach Izmir und dort in eines der gefährlichen Schlepperschlauchboote. Ziel: Griechenland. Doch das Boot füllt sich mit Wasser. Sie rufen die türkische Küstenwache, aber die weigert sich zu helfen. 8 Stunden in Seenot, da treffen sie auf eine griechische Küstenwache. Als ihr Schlauchboot in die Schraube des Schiffes gerät, beginnt es zu sinken. Einige hielten sich verzweifelt an dem Schiff der griechischen Küstenwache fest. Doch die Griechen fingen an, in ihre Gesichter zu treten. An diesem Punkt war ich völlig verzweifelt. Die Küstenwache bringt sie zum Flüchtlingslager auf Lesbos. Unfassbare Zustände in Europa. Keine Matratzen, kaum etwas zu essen, keine Toiletten. Und das Trinkwasser müssen sie sich kaufen, im nächsten Ort, 14 Kilometer zu Fuß.
Ihr Halt, sagt Monserre, das waren solche Graffiti der griechischen Menschen. 3 Tage hielten sie durch, dann begannen die Flüchtlinge gegen die Zustände zu protestieren. Die griechische Polizei kam und hat uns angeschrien. Dann hat sie angefangen, Gas und Blendgranaten nach uns zu werfen. Dabei haben die Protestierenden nur auf ihre leeren Wasserflaschen geklopft, als Ausdruck ihrer Not. Wir haben kein Wasser. Kurz danach kommt der Brief mit der Aufforderung, Griechenland zu verlassen. Das war paradox. Wir mussten das Land verlassen und gleichzeitig stand in dem Brief, dass wir uns nicht den Grenzen nähern dürfen. Sie wollten uns einfach loswerden. Die beiden treffen eine Entscheidung. Verlassen Lesbos Richtung Athen. Was jetzt? Wie soll es weitergehen? Nachts in Athen bietet ihnen jemand gefälschte Pässe an. Spanische Pässe. Mit ihnen schaffen sie es, nach Amsterdam zu fliegen. Noch am Flughafen geben sie sich der Polizei zu erkennen. Sie wollten ja immer legal in einem sicheren Land leben. In diesem Flüchtlingsheim nahe Amsterdam wohnen sie nun. Hier haben sie einen Raum in einem Container und warten auf ihr Asylverfahren. Ich kenne so viele großartige Menschen in Syrien. Viele Künstler und Musiker. Sie sind noch immer in diesem Land. Sie haben nicht die Möglichkeit und das Geld, um gehen zu können. Ich hatte das Glück, davon zu kommen. Seine Musikerfreunde in Syrien, viele haben ihre Instrumente gegen Waffen getauscht. Sie sagen, die Zeit der Gitarren, die ist vorbei. Ein eindrückliches Zeugnis eines Menschen, der zu den vielen zählt, die es würdig sind, dass man ihre Geschichte kennt. So manches versteht man ja nicht in diesen Tagen. Während unzählige Flüchtlinge über Ungarn und Österreich nach Deutschland gelangen, wählt kaum jemand die Route Richtung Schweiz. Auf manchen Bahnsteigen warten wohl mehr Journalisten als Flüchtlinge. In Österreich kam es derweil zu spontanen Solidaritätsveranstaltungen. Unter dem Motto Menschsein in Österreich demonstrierten gestern 20.000 Menschen vor dem Wiener Westbahnhof für den besseren Umgang mit Flüchtlingen. Religion ist immer wieder Auslöser für Kriege. Dieses Schicksal teilen viele Flüchtlinge. Dass Religion jedoch durchaus auch eine versöhnende Kraft haben kann, das zeigt uns der diesjährige Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der promovierte Orientalist und islamischer Gelehrte Navid Kermani. In seinem neuesten Buch bekennt sich der Sohn iranischer Eltern zu seiner Faszination am Christentum. Ein bisschen verwundert das ja schon. Ungläubiges Staunen heißt der Buchtitel und verweist vor allem auf die sinnlich-ästhetische Seite der christlichen Welt, welche uns heutzutage oft nur noch muffig scheint. Er ist ein vielgefragter Mann, Navid Kermani, nicht nur Schriftsteller, fast ist er eine moralische Instanz. Gerade muss er viel erklären, seine Liebeserklärung ans Christentum, er als Muslim und Demokrat, wie geht das? Warum ist er überhaupt religiös? Bewusst geworden ist mir das erst, und da habe ich in der Tat vielleicht den Islam gebraucht, als ich Orientalistik studiert habe und zum Studium nach Kairo ging. Diese Koranrezitation, der Gesang, dass dort eben nicht nur Muslime waren, sondern auch Christen hingegen, weil sie das religiös irgendwie als ernst genommen haben, sondern weil es für sie ein großes Kunstereignis war, wo Menschen verschiedener Religionen einfach diese unglaublich tolle Musik, diesen Gesang, diese Poesie genossen haben, dass man Religion genießen kann. Kermani sucht nach ästhetischen Gotteserfahrungen. Religion ist für ihn eine sinnliche Angelegenheit. In seinem Buch staunt er aber auch ungläubig über Symbole, die ihn irritieren, zum Beispiel Jesus am Kreuz. Eine Kreuzigung ist etwas, was fürchterlich ist. Das erleben wir doch gerade jetzt in diesen Tagen, wo 2000 Jahre nach Christus wieder gekreuzigt wird. Da muss man ja kein Christ sein, um darüber erschüttert zu sein, über diesen Vorgang, dass ein Mensch ans Kreuz geschlagen wird. Trotz der Verherrlichung des Schmerzes, Kermani schwärmt für die Bilderfülle des Katholizismus, für die Tiefe des Erlebens, das die religiösen Darstellungen ihm ermöglichen.
Religion lässt die Menschen über sich hinauswachsen, sagt er, im Guten wie im Bösen. Und genau das erzählen ihm die Bilder. Es ist ja nicht so, dass man entweder erschreckt ist oder verzückt ist. Das ist ja oft beides zusammen. Die großen ästhetischen und religiösen Erfahrungen sind ja nicht die, dass es uns einem von der Hut geht oder was Hübsches, sondern dass uns etwas im Innersten berührt und es unser Fassungsvermögen übersteigt. Transzendente Erfahrungen durch Kunst. Gerhard Richters Fenster im Kölner Dom zum Beispiel wirkt in seiner abstrakten, fast mathematischen Form auf den ersten Blick wenig katholisch. Der ehemalige Kölner Kardinal Meißner meinte sogar, das Fenster hätte besser in eine Moschee gepasst. Natürlich nimmt es eine Bildersprache auf, die es auch im Islam gibt, aber sie ist auch dort, sie ist nicht genuin islamisch, sie ist orientalisch. Und zum Orient gehört der Islam und das Judentum und das Christentum genuin hinzu. Und wir sollten diese Kultur auch nicht, gerade nicht in dieser Zeit, so wie es die Islamisten machen, islamisieren. Das ist kein, dieses Richterfenster ist kein islamisches Fenster, sondern es nimmt Formen und Strukturen an und eine Art und Weise der Darstellung, die sie etwa auf diesem Umschlag von diesem Buch, das ist ja auch was Abstraktes. Und stammt aus einer Kirche. Kulturelle Traditionen sind unser zivilisatorischer Reichtum, sagt er, das eigene wie das Fremde. Ich finde, man sollte grundsätzlich mit der eigenen Religion haben. Das ist etwas Wichtiges, was Gutes. Den anderen, von dem kann man schwärmen. Verliebt kann man nur in einen anderen Menschen sein. Und sich in ihm erkennen. Der Koran erkenne die Mutterschaft Marias an, sagt Kermani. Das Bedürfnis nach Gott sei dem Menschen bei der Geburt eingegeben, durch Schock, Schmerz und aufgefangen werden. Von bodenloser Einsamkeit in die Geborgenheit, das verkörpere Maria. Das können sich auch Nichtgläubige vorstellen. Wir staunen ungläubig über Kermani, so wie er über das Christentum staunt. Religionen sind Ausdruck dessen, was der Mensch ist und all der Schrecken und all das, die Größe, die der Mensch hat, die spiegelt sich auch in den Religionen wider. Aber das, was mich beunruhigt als Zeitgenosse, ist das, was ich religiösen Analphabetismus nenne. Also die vollkommene Verständnislosigkeit gegenüber Religion, weil es eine Verständnislosigkeit ist gegenüber der eigenen Tradition und Kultur. Andererseits kann es Demokratie nur geben, wenn Staat und Religion getrennt sind. Wenn nicht Gottes Wort, sondern die Verfassung das Zusammenleben regelt. Religionen beanspruchen immer die Wahrheit. Deshalb müssen sie Privatsache sein und dürfen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Religion ist keine reine Privatangelegenheit. Die Frage ist doch nur, wie geht man mit dem Spannungsverhältnis eines menschlichen Gesetzes, eines göttlichen Gesetzes um? Oder wie gehen wir mit bestimmten Versen um, die vielleicht nicht vereinbar sind mit den Menschenrechten? Solange wir sie nicht sozusagen in ein politisches Handeln umsetzen, können wir diese Verse auch sagen, können wir einen Umgang finden damit. Mit dem Augenblick, wo sie zum Gesetzbuch werden, dann wird es sehr gefährlich. Genau das passiert aber in fast allen islamischen Ländern, in denen der Koran die Gesetze des Staates bestimmt. Kirche und Staat müssen deshalb getrennt sein. Insofern geht es mir als religiöser Mensch so, dass ich eigentlich zwingend säkular bin. Nicht im Sinne, dass ich jetzt, dass Religion keine öffentliche Rolle spielen soll, aber in dem Sinne, dass es der Religion nicht gut tut, wenn sie zugleich Staat ist. Und noch viel wichtiger, dem Staat tut es nicht gut, wenn er zugleich Religion ist. 2014 hält Navid Kermani im Bundestag eine beeindruckende Rede zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes. Er würdigt den zutiefst demokratischen Charakter unserer Verfassung und rührt damit einige der Parlamentarier zu Tränen. Dieses Grundgesetz erkläre den Staat zum Diener der Menschen, aller Menschen, sagte er. Im Namen zumal der Muslime, die in Deutschland Rechte genießen, die zu unserer Beschämung Christen in vielen islamischen Ländern heute verwehrt sind, möchte ich sagen und mich dabei auch wenigstens symbolisch verbeugen, danke, Deutschland. Für Kermani ist Religion eine sinnliche Erfahrung, nicht eine des Verstandes. Er brauche Religion, um Gott zu erfahren, nicht um zu verstehen. In Momenten der Verzückung wie der Not erlebe er ihn als Wirklichkeit. Religiosität prägt, wenn sie da ist, natürlich im Alltag. Also sie als ein Vertrauen, als eine Gottergebenheit, ist sie hoffentlich als Musik vorhanden, als Grundstimmung, mit der man durchs Leben geht. Und ich finde es eigentlich sehr schön zu wissen, dass das man selbst Teil eines Ganzen ist. Sonst wäre man ja auch sehr einsam.
Selbst die, die nicht religiös sind und nur an die Verfassung glauben, versetzt dieser Blick aufs Christentum in ungläubiges Staunen. Danke, Navid Kamani. In der westlichen Kultur galt die Lust schon immer als ein Sündebegriff. Dafür verantwortlich ist nicht zuletzt auch die Kirche. Die östlichen Kulturen hingegen haben die Erotik schon immer als einen natürlichen Bestandteil des Menschen angesehen. In der chinesischen Kultur steht die Vereinigung von Mann und Frau im Zeichen des Tao. Japan steht da eigentlich eher für Askese oder für bizarre Formen der Erotik. Doch daneben gibt es Menschen, die ein ganz unverkrampftes Verhältnis zur Sexualität haben. Es handelt sich um ältere Menschen. Uwe Schwering hat sie getroffen. Wochenende in Tokio, doch er kennt weder Rast noch Ruhe. Mit seinen 80 Jahren ist Shigeo Tokuda wohl das, was man einen rüstigen Rentner nennt. Es zwickt ein wenig im Knie, aber ansonsten ein ganzer Mann. Von der jungen Generation heißt es ja, sie habe keinen Sex mehr. Das ist wohl ein Trend. In Japan nennt man sie Vegetarier oder so, weil sie keine fleischliche Lust mehr haben. Mir macht es Mut, dass ich auch im Alter noch gebraucht werde. Deshalb gebe ich mir Mühe und versuche, in Form zu bleiben. Tokuda ist kein Vegetarier. Das wird er uns noch allen beweisen. Währenddessen einchecken zur Dating-Party des Seniorenclubs Sanko. 10.000 Mitglieder japanweit. Hier und heute flirten 200. Und Thema Nummer 1 sitzt mit am Tisch. Die Lebenserwartung steigt. Die Senioren sind gesund, fit und aktiv beim Sex. Oft ganz unverbindlich. Auch bei meinen Freunden, und die sind alle Ende 70. In Japan geht es traditionell lockerer zu. Shintoismus und Buddhismus, das heißt mehr Vergnügen, weniger moralischer Ballast. Christliche Gewissensbisse, Fehlanzeige. Ich mag Sex. Und Gartenarbeit. Und rumfahren mit meinem Sportwagen. Wenn's heute klappt, geht's erst ins Café und dann ab ins Hotel. Ich möchte gar keine Ehe. Lieber eine unverbindliche Partnerschaft. Einen Freund, mit dem ich eine schöne Zeit haben kann. Meine verheirateten Freundinnen beneiden mich um meine Freiheit. Natürlich ist auch in Japan nach Jahren der Ehe häufig mal die Luft raus. Jung und alt werden dann erfinderisch und taumeln in die Fänge der legendären Sexindustrie. Die hat immer Lust. Das in weiten Teilen der Gesellschaft geduldete Außerhausangebot ist ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Wer aber auch jenseits der Rente noch daheim das Feuer schüren möchte, dem reicht Japan diesen Video-Dauerbrenner mit wichtigen Tipps, Tricks und Techniken für die zweiten Flitterwochen. Und alles noch viel detaillierter, als wir es hier je zu zeigen wagten. Moderne Erotik ist digital. Doch Japans Senioren mögen's lieber analog. In Shinjuku hat ein Verlag seit 34 Jahren ein publizistisches Fossil im Programm, den Sex Life Report. Kommt alle zwei Monate auf Papier mit erotischen Geschichten. Und zwar die der Leser. Verfasst von Hand mit der Post. Fiction. Die Geschichten sind nicht fiktiv, sondern echt. Und darum geht es uns. Auch viele Frauen schreiben. Eine 60-jährige Hausfrau erzählte gerade von ihrem Seitensprung. Beamte, Lehrer, Landwirte, Damen sowie Herren. Die Ältesten fast 90. Alle haben was zu erzählen. Ohne Tabus. Schade, dass junge Leute Erotik und Sex nur noch sehr direkt erleben über Fotos und Videos. Denn nur beim Lesen ist doch noch Raum für Fantasie. Davon brauchen wir jetzt nicht so viel. 70 Kilometer westlich von Tokio. Treffpunkt mitten im Wald. Shigeo Tokuda, der rüstige Rentner, ist auch da. Das verlassene, verwunschene Haus da drüben, Tatort eines Erotikfilms. Und Tokuda ist mit 80 Jahren Hauptakteur, der wohl älteste Pornodarsteller der Welt. Meine Frau weiß nicht so genau, was ich hier mache, glaube ich jedenfalls. Ich sage immer, dass ich als Statist auftrete, auch in Erwachsenenfilmen.
Sie sagt dann, du bist nicht mehr der Jüngste. Denk daran. Ja, sage ich dann, du hast ja recht. Es ist sinnlos, darüber zu streiten. Das würde die Situation ja auch nicht verbessern. Das ist Japan. Weniger Fragen, weniger Konflikte. Privat ist privat. Vor 20 Jahren besucht Tokuda aus Interesse die Produktionsfirma. Ihm gefällt der Stil der Filme. Da fragt ihn der Regisseur, ob er nicht mal mitspielen will. Und Tokuda will. In der Boombranche Alterserotik bedient er das reife Publikum. Eigentlich mag er auch lieber ältere Partnerinnen, aber das kann er sich nicht aussuchen. Das Porno-Business ist nicht zimperlich. Die Dame heute ist Anfang 20, verdient gut und hat nichts gegen betagte Darsteller. Das Angenehme ist, dass sie die Mädchen besser und vorsichtiger behandeln. Man sieht Pornos heute positiver als früher. Meine Freundinnen freuen sich für mich. Keiner hat gesagt, ich solle das nicht tun. Und auch Tokuda macht weiter. Er genießt Kultstatus. Sein Körper ist sein Kapital. Und Lust, die beste Medizin fürs Alter. Ich bin Rentner, da hat man immer weniger Kontakt zur Außenwelt. Bei den Filmaufnahmen aber lerne ich laufend neue Schauspielerinnen kennen. Das ist das Schöne an der Arbeit. Im Hotel Tobu brennt jetzt die Luft. Der Seniorenbegegnungskreis Sanko flirtet sich Richtung Höhepunkt. Beim Speeddating. Ein zermürbender Marathon. Wer einen Favoriten hat, hinterlegt den Namen beim Moderator. Herrscht gegenseitige Sympathie, werden die Pärchen rausgewunken. Frau Makita steht hoch im Kurs, zum Beispiel bei Herrn Yokoyama. Gut, dass ich noch jemanden gefunden habe. Nachher gehen wir ins Café. Auch Shiota, der alte Casanova, hat ein Match. Schon redet er vom Badebesuch im Onsen. Und ins Hotel will er ja auch noch. Es scheint, als laste nun die gesamte japanische Libido auf Tokudas Schultern. Der Regisseur holt das Letzte aus ihm raus. Und Henry Tsukamoto, selbst 72 und Großmeister der Alterserotik, lässt auch beim Ambiente Sorgfalt walten. Tatami-Matten, Schiebewände, viel Holz, viel Nostalgie. Er versetzt den Zuschauer in die Showa-Zeit, die Zeit des verstorbenen Kaisers, die Nachkriegszeit. Damals gab es nicht mal genug zu essen. Aber die Menschen haben überlebt. Diese Leute sind auch heute noch hungrig, auch auf Sex. Sie sind lebensfroh und wer lebensfroh ist, der ist auch sexuell noch aktiv. Paradebeispiel Tokuda, der abgekämpfte Heros des Eros. Zum Nachspiel eine Lektion fürs Leben und alle Altersgenossen. Es ist sehr wichtig, nicht schüchtern zu sein. Man muss interessiert bleiben am Leben und darf sich nicht schämen. Das muss man ablegen und tun, was einem gefällt. Denn die Zeit ist sowieso viel zu kurz. Krieg und Frieden in der Fotografie. Drei Ausstellungen, ein Thema. Jetzt in Dresden. Im Albertinum Schmerz und Schrecken. Erst später beginnen die Kriegsfotografen als Künstler zu inszenieren und zu ästhetisieren. Eine zweite Schau zeigt die durchkomponierten Bilder von Robert Capa. Der Erfinder der modernen Kriegsfotografie. Unmittelbare Wirkung, beeinflusst durch den Ausschnitt. Im japanischen Palais überraschen schließlich Fotos von Venedig im Ersten Weltkrieg. Kriegsfotografie in Dresden, noch bis 25. Oktober. Daniel Barenboim eröffnet morgen das Musikfest Berlin. Die Berliner Festspiele. 30 Veranstaltungen mit über 70 Werken von 25 Komponisten. Zum Auftakt spätromantische Musik von Arnold Schönberg in der Philharmonie. Zu Gast Ensembles aus aller Welt, wie das Boston Symphony Orchestra mit Andris Nelsons. 19 Tage lang Musikgenuss pur. Bis 20. September. Kiew im November 2013.
Eine friedliche Kundgebung auf dem Maidanplatz wird zur blutigen Straßenschlacht. Sergej Losnitsa dokumentiert den Volksaufstand gegen den ukrainischen Präsidenten Janukowitsch. Das Porträt einer erwachenden Nation. Unbewegt, nüchtern. Losnitsa war einer der ersten, der einen Film zum Thema präsentierte. Maidan kommt jetzt endlich auch hier ins Kino. Ein Aufstand als soziales und kulturelles Phänomen. Ab Donnerstag in den deutschen Kinos, im November in der Schweiz. Das waren die Tipps von Karin Beckleubel. Thüringen ist in vielerlei Hinsicht speziell. Dort begann Goethe und Schillers lebenslange Freundschaft. Es ist aber auch das erste Land, welches ein Leitbild der Kultur erarbeitete. Dies war ein echtes Liebesbekenntnis für den Erhalt und die Fortentwicklung der Thüringer Kulturlandschaft. Doch jetzt drohen Sparmaßnahmen, zum Beispiel die Fusionen von Opernsparten. Ein kultureller Kahlschlag, der gerade für Thüringen sehr gefährlich ist, findet der ehemalige Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar, Stefan Merki. Diese vielen einzigartigen Kulturinstitutionen in diesen einzelnen Städten im Land Thüringen sind letztlich die letzten gesellschaftlichen Identifikationspunkte, die die zum Teil noch haben. Es beginnt eine Verödung in jeder Beziehung. Und der finanzielle Einspargewinn, wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, steht in keinem Verhältnis zum Verlust, wenn diese Institutionen wegbrechen. Im Übrigen hätte das einen Dominoeffekt zur Folge, also in Weimar mit seinen Musikhochschulen, seinem Musikgymnasium, wenn da die Opernsparte fällt, fallen die anderen Institutionen auch. Was in Thüringen alles auf dem Spiel steht, das zeigen Ihnen Tom Fugmann und Nora Hofbauern. Ein Gespenst geht um in Thüringen. Es ist das Gespenst der Kulturkürzungen. Schon seit Jahren klopft es an bei den Orchestern, den Theatern und den Opernhäusern. Von der Leine gelassen wurde es diesmal vom Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff, der allerdings lieber von einer geplanten Theaterstrukturreform sprechen möchte. Die betroffenen Künstler haben aus der Zeitung davon erfahren. Man ist einfach entsetzt. Nicht völlig überrascht, aber entsetzt. Ja, das ist ganz klar. Aber aus dieser Entsetzung werden wir, wenn es sein muss, die Ressourcen mobilisieren, die wir schon auf jeden Fall 2012 mobilisiert haben. Da hatten wir 1000 Leute auf dem Theaterplatz. Das hat uns schon damals in 2012 gerettet. Kulturminister Hoff offenbarte seine Planspiele zuerst in einem vertraulichen Hintergrundgespräch vor Journalisten. Landeskapelle Eisenach dicht machen, dem Deutschen Nationaltheater Weimar die Opernsparte schließen, Stellenkürzen am Theater Altenburg-Gera und die Orchester Gotha und Erfurt fusionieren. Ans Licht gebracht wurde diese Liste der Grausamkeiten von der Thüringer Landeszeitung. Wir sind in keinster Weise gebunden gewesen. Wir haben niemandem unser Wort gegeben. Wir waren gar nicht eingeladen. Aber selbstverständlich haben wir aus seriösen Quellen, aus mehreren seriösen Quellen, auch außerhalb des journalistischen Betriebs, die Nachrichten bestätigt gefunden und dann selbstverständlich gedruckt. Nun sind die Pläne in der Welt und die Aufregung ist groß, zumal sie einen Bruch des Koalitionsvertrages darstellen, in dem ausdrücklich der Erhalt aller Theater und Orchester angestrebt wird. Gern hätten wir Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff in einem Interview danach befragt, aber uns wurde kein Interview gewährt. Stattdessen verwies Hoff auf eine frühere Pressekonferenz, auf welcher der promovierte Sozialwissenschaftler sein Nachdenken im Hinterzimmer rechtfertigte. Wenn man sich in einen solchen Prozess begibt, dann muss es möglich sein, in einem Raum, in dem sowas wie der zwanglose Zwang des besseren Arguments
die Grundlage der Debatte ist, es möglich sein, auch mal Dinge zu denken, die können die einen unkonventionell, die anderen undenkbar nennen. Ich habe das in das Bild gefasst, es macht manchmal Sinn, wenn man in Szenarien denken möchte, sich auch schwarze Schwäne vorzustellen. Die schwarzen Schwäne des Ministers ängstigen Thüringens Kulturschaffende. Einigen haben sie gar die Sprache verschlagen. Generalintendant Hasko Weber vom Deutschen Nationaltheater Weimar wollte sich ebenso wenig zur Zerschlagung der Opernsparte äußern, wie die Intendantin Michaela Bartschewitsch zum Verlust der Eigenständigkeit der Thüringen Philharmonie. Andere, wie der Komponist Ludger Vollmer, erinnern sich an frühere Erfahrungen. Als das erste Mal mein Orchester damals, mein damaliges Orchester, das Erfurter Orchester, zerschlagen wurde, sagte ein alter Kollege zu mir, die Politiker, ich glaube, die halten ein Orchester für ein Großraumbüro. Man schiebt einfach drei Tische raus und nimmt zwei Tische wieder rein von einem anderen Raum und schon läuft es weiter. Wir sind ein Orchester, das wirklich mit Herz und Seele spielt und das machen natürlich viele. Aber wenn diese Existenzfrage ständig im Hintergrund irgendwie brödelt, hat es natürlich eine ganz bestimmte Auswirkung auf den Einsatz jedes einzelnen Musikers. Also das ist unverkennbar. Gern hätten wir den Kulturminister auch nach dem Grund für seine Pläne gefragt. So aber muss man sich die Antwort selber geben. Die kulturelle Substanz darf wohl mal wieder als Steinbruch der finanziellen Zukunft dienen. Wir reden über eine Theater- und Orchesterförderung von im Augenblick etwa 65 Millionen Euro seitens des Landes. Das ist tatsächlich nur ein sehr, sehr geringer Anteil am Landeshaushalt von 9,3 Milliarden in diesem Jahr. Mir ist es ein völliges Rätsel, warum Kultureinrichtungen so gern als oder von vielen als Belastung empfunden werden, als irgendetwas, das nur Kosten produziert. Ludger Vollmer aus Weimar ist einer der produktivsten deutschen Opernkomponisten. Mit seinen kontroversen und modernen Opern Lola Rent, die Legende von Paul und Paula, Gegen die Wand, die in Bremen, Freiburg, Istanbul und natürlich in Weimar gespielt werden, erreicht er ein junges, interessiertes Publikum. Solange die Leute miteinander sprechen, solange auch kritische Leute, auch Leute, die dann möglicherweise sich mit rechten Gedanken gut beschäftigen, die Chance haben, im Theater zu diskutieren, auf der Bühne zu diskutieren, sich darzustellen auf der Bühne, sich wiederzufinden auf der Bühne in interessanten Inszenierungen, ja, solange haben wir die Chance, diese Gesellschaft hier dynamisch und demokratisch zu halten. Wenn das abgeschafft wird, wird das ein richtig großes Problem hier werden. Noch sind die Kürzungen nur Plan und die schwarzen Schwäne nur Gedankenspiele. Noch. Meine Damen und Herren, liebe Neger, das ist ein Klassiker. So soll, ganz genau weiß man das nicht, der deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke eine Rede in Liberia begonnen haben, anno dazumal 1962. Stellen Sie sich mal vor, da hätte es das Internet schon gegeben. Rasend schnell wäre das Zitat um die Welt gegangen. So schnell wie die Entgleisung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gestern in der Talksendung. Hart, aber fair. Da nannte er Roberto Blanco einen wunderbaren Neger. Was ist passiert? Was bedeutet das? Wir haben Hunderttausende von türkischen Arbeitsmigranten, griechischen und italienischen integriert. Und Deutschland hat sich damit weiterentwickelt. Das ist eine grandiose Erfolgsstory. So, und nur jetzt Roberto zu sagen, Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den weißen Deutschen wunderbar gefallen hat. Und beim FC Bayern spielen auch eine ganze Menge mit schwarzer Haut mit. Und das finden Sie, die Fans von FC Bayern auch gut. Ich glaube, könnte man denen noch gut sagen. Ranga Jovicic bietet sich auch gerade als Farbiger an, der einigermaßen funktioniert in Deutschland. Da hat man auch schon mal Neger gesagt. Das ist einfach so. Wahrscheinlich ist das ein Mangel an Differenzierung. Der kommt aber mit der Zeit. Für Ihre nächste Konversation mit einem Neger. Falls der Neger unserer Sprache nicht mächtig ist, nutzt es nichts, lauter zu sprechen. Eine Ausnahme gibt es, lautes Sprechen erhöht dann die Verständlichkeit, wenn Ihr Gegenüber schlecht hört. Insbesondere bei betagten Negern wie zum Beispiel Onkel Tom oder Roberto Blanco. War das ein Ausrutscher?
Ich verwende das Wort Neger sonst überhaupt nicht. Aber da gab es vorher einen Einspieler in dieser Sendung, wo ein offensichtlich aus Bayern stammender Mitbürger sich abschätzig darüber geäußert hat und gesagt hat, Neger will ich hier überhaupt nicht haben. Und daraufhin habe ich als Erwiderung, nachdem mich Herr Blasberg gefragt hat, was sagen Sie denn dazu, ist das die richtige Einstellung, gesagt, na, solche Leute sollten vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass zum Beispiel Roberto Blanco doch ein wunderbarer Neger ist. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, wir Schwarzen müssen zusammenhalten zu Roberto Blanco, dass wir zum Beispiel in der Fußballmannschaft des FC Bayern selbstverständlich auch Spieler mit anderer Hautfarbe, mit schwarzer Hautfarbe, mit brauner Hautfarbe haben. Und das sind tausende Bayern-Fans begeistert über die und haben damit überhaupt keine Probleme. Hat nun Sigmund Freud zugeschlagen? Ist das bayerische Mentalität oder einfach nur ein Missgeschick? Darüber liegt wie über Lübkes Ausspruch der Schatten des Ungefähren. Am Schluss kehren wir noch einmal zurück zu den Göttern. Baal, ein Wetter, aber auch ein Fruchtbarkeitsgott. Und ein Stück von Bertolt Brecht. Hohe Priesterin im Tempel der Theatergottheit Brecht war viele Jahre seine Tochter und Erbin Barbara Brecht-Schall, die zuletzt sogar Castorf eine Aufführung von Baal verboten hat. Als strenge Hüterin des Erbes ihres Vaters war sie eine der mächtigsten Frauen des deutschen Theaters. Barbara Brecht-Schall war Kostümbildnerin und als Schauspielerin lange Jahre Mitglied des Berliner Ensembles. Jetzt ist sie im Alter von 84 Jahren in Berlin gestorben. Das war's von der Kulturzeit. Wir verabschieden uns mit Musik von Tame Impala. Tschüss und bis morgen.